Hallihallo. Da bin ich mit einer Runde Dead by Daylight. Und zwar mit meinem Feiertags-Special. Ich habe mir überlegt, alle Geschenke sind verpackt, alles geklärt, alle Einkäufe erledigt. Dann fehlt nur noch das DBD-Weihnachts-Special. Und das wird folgendermaßen ablaufen. Ich werde an jedem Weihnachtsfeiertag eine Folge hochladen, an der ich meine lieben Mitsurvivor beschenken werde. Und dafür habe ich mir ein Perk-Bild überlegt, das doch ganz im Sinne der Feiertage ist. Und zwar mit Plünderspürseln ganz oben. Damit kann ich die Kisten in einer Reichweite von 36 Metern sehen. Das sind diese rosanen Auren, die ich hier sehe. Magenta. Ah, es ist Bing Bong. Ja, dann Ass im Ärmel. Damit habe ich die Chance, dass ich bessere. Er ist da hinten. Zusätze an den Items, die ich eh schon mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass sie besser sind, aus den Kisten rausziehe. Und Einschätzung, damit ich mehrfach an eine Truhe rangehen kann. Und dann werde ich meine Mitspieler hier so richtig schön beschenken. Ich habe zum allerersten Mal ein niegelnagelneues Teil mitgenommen. Denn es ist nicht die erste Runde, in der ich das versuche. Und damit mir niemand vorwerfen kann, ich wäre untätig, wollte ich am Anfang schnell einen Generator durchziehen, um dann ungehindert an eine Kiste zu gehen. Ist er noch hinter mir her? Ist das Bing Bong überall gleich laut? War das das Add-on dafür? So. Wunderschön und eine Taschenlampe. Vorne, denke ich. Und einen Sunny-Kasten. So, er hat Bing Bong gemacht. Oh, kann man hier nicht mehr rein? Wird sie noch gejagt oder nicht? Dort. So, und außerdem habe ich noch. Hey. Bitteschön, für dich frohe Weihnachten. Willst du nicht? Ist irgendwie komisch. Hier. Frohe Weihnachten. Oder auch Feiertage. Gut, also zwei Gens haben wir schon durch. Das hier ist ein Gen für eine Person. Da gehe ich mal schnell dran. Oh je. Ja, und ich habe übrigens, das habe ich glaube ich noch jetzt gar nicht erwähnt, auch das wunderschöne Outfit. Deswegen spiele ich extra mit Sarina. Ich habe mir das Outfit gegönnt. Mit dem Onesie und den schönen Elchen drauf. Mit Rudolf an der Seite natürlich. Also habe ich hier Rentiere auf dem Rücken oder Elche und Tannenbäume. Und unten als Schlüsselanhänger habe ich noch den Rudolf. Sie wurde gerade geschlagen. Oh, er läuft hier lang. Ich möchte nicht in die anderen reinrennen. Oh, ich bin hängen geblieben. Ach Mann. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber in den Jagden.
Ich glaube, ich wäre gar nicht so schlecht, wenn ich nicht immer hängen bleiben würde. Das klingt total doof. Natürlich wäre ich nicht schlecht, wenn ich schlecht wäre. Wenn ich nicht schlecht wäre. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, den Onesie fand ich wahnsinnig toll. Eigentlich stehe ich nicht so auf Weihnachtsoutfits und so, aber der hat einen Pinguinkopf. Das ist nicht wahnsinnig cool. Sie heilt sich im Keller. Kann ich nicht empfehlen. Ja. Genau, und jetzt habe ich nämlich aus der Kiste gerade eine Taschenlampe gezogen mit Add-ons. Und hier habe ich auch so ein Blutstillungsmittel. Ja, ich kann auch gern mitkommen. Sie ist schon gestorben am Haken. Warum ging das denn jetzt so schnell? Ich weiß nicht, wie man das Blutstillungsmittel benutzt. Wow. Ja, das wäre schlau gewesen, das jetzt zu benutzen. Glaube ich. Ich habe das noch nie mitgenommen. Es gibt so Items, die habe ich noch nie mitgenommen. Okay. Weswegen? Ja, so nicht. Naja. Sie versucht ein bisschen auf Krampf zu blenden. Und ja, ich habe mir vorgenommen, nachdem ich jetzt mal dann irgendwann mal alle Perks ausprobiert habe, dass ich dann... auch mal mit den Items ein bisschen ausprobiere, weil... Irgendwie... Ja, wir müssen hier weg. Irgendwie bin ich doch ziemlich gehemmt, oft Gegenstände mit reinzunehmen. Weil... ich das Gefühl habe, dass man dann eine geringere Chance hat. Und der Killer schlechter auf einen zu sprechen ist, was natürlich ziemlich lächerlich ist. Ach, du hast eine Taschenlampe. Oh, ich höre ihn hinter mir. Oh, das ist eine Sackgasse. Oh. Und hier ist der Keller, auch sehr schön. Hier habe ich eine Palette. Bist du hinterher? Cool. Ich habe keinen D-Strike oder so. Und ich werde jetzt sterben im Keller. Ja... Aber ich konnte zwei Geschenke verteilen. Und schau mal, das unbezahlte hier, der unbezahlte Praktikant, der hat das Blutstillungsmittel auch genommen, denke ich. Oder auf jeden Fall den Kasten. Das heißt, meine Geschenke sind ganz gut angekommen. Auch wenn es nur zwei waren, hat es doch ein bisschen was gebracht. War doch auch eine ganz spannende Runde.
Tja, ein Generator fehlt. Und ich glaube, so können wir wohl in das Event starten, in das Weihnachts- bzw. Feiertags-Event. Ich wünsche euch frohe Weihnachten oder auch schöne Feiertage, je nachdem, wie ihr die Tage jetzt verbringt. Einen gemütlichen Abend und viel Essen, wie sich das gehört. Und auch ein schönes Wochenende. Ja, und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Ciao.